Und damit herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot im Chat Backup. Gute Pappkamerad, den werdet ihr nicht hören, aber ich erwähne trotzdem auch mit. Kunkertrager ist gerade auf dem Lokus. Denn, ich weiß gar nicht, Bud Spencer gab es schon keinen Spruch. Wer nicht gut kackt, der ist auch scheißegal, im wahrsten Sinne. Leute, wir haben es gemacht, wir haben das Update gemacht, wir haben uns zur Welt geladen. Alles, was ich euch erklärt habe, hat funktioniert. Übrigens danke an, ich glaube, der heißt Serov. Das ist ein englischer YouTuber, der ganz viel mit Corekeeper macht. Und der ist auch mal relativ schnell, also mit dem haben wir so ein bisschen Konkurrenz, Deutsch-Englisch. Und der macht auch ähnliche Ideen wie wir, von dem habe ich auch ein bisschen was abgekuppert von der Arena. Nur macht er Duelle, wir machen Arena. Und danke an dich, denn du hast das gezeigt, wie das geht. Ich habe das quasi nur nachgesprochen und habe es aber auf Deutsch quasi euch erklärt, weil es im deutschen Raum dazu nichts gibt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe das selber rausgefunden, denn so gut bin ich leider am PC nicht. Das muss man jetzt mal hier ganz klar erwähnen. So, ja, wir haben den Detected Server, mein Bruder regt schon mal auf. Wie heißt das? Das sagt gleich gar nicht mehr, hat sich stumm geschaltet. Dezidierter Server. Dezidierter Server von mir ist auch so. So, Leute, was nicht geht, ist, ihr könnt trotzdem nicht, ohne dass der Ad oder der Hauptcharakter, der diesen Server erstellt hat, im Spiel ist, könnt ihr ihm nicht beijoinen. Das geht nur dann, wenn ihr sehr aufwendig eure Router umstellt und die Ports öffnet. Das ist jetzt ein bisschen grob klein erklärt, sage ich mal. Das kann man sich durchlesen. Klunger ist jetzt gerade nicht da, ich weiß nicht, wo er es her hat. Ich glaube, von der offiziellen Seite. Das ist ein bisschen sehr kompliziert. Also um quasi spielen zu können, damit der Klunker spielen kann, wenn ich nicht online bin, müssten wir ziemlich viel Hickhack machen. Und das jedes Mal, damit er auf den Server kommt, obwohl ich nicht da bin. Das ist also absolute Scheiße. Muss ich jetzt echt mal so sagen, lieber Entwickler, das kannst du, das rotz. Also gibt es mittlerweile, glaube ich, bessere Wege, um das zu lösen. Dann, klar, ich weiß nicht, ob es bei so einem 11-Euro-Spiel Sinn macht, aber dann geht halt zu Nitrado und dann soll man sich halt einen Server mieten für alle Leute, die es eben wollen. Und dann machst du dort einen Community-Server. Es gibt, vielleicht gibt es einen einfacheren Weg, weil auch das Serov hat gefragt, ob er einen Community-Server machen soll. Das heißt, es muss ja irgendwie möglich sein, die Leute einzuladen. Beziehungsweise, okay, da wird dann halt wahrscheinlich immer online sein. Aber. Also das ist der einzige Weg, den wir gefunden haben und das ist unglaublich kompliziert. Um damit die Frage zu beantworten, wir werden wahrscheinlich nicht den Experimental-Modus spielen. Ganz einfach, weil es für uns diesen Vorteil, den wir dadurch wollten, nämlich, dass alle Leute drauf zugreifen können, Speedrun und Klunkertrache, wenn ich nicht da bin, der ist ja dann nicht gegeben. Zumindest nicht ohne mordsmäßigen Aufwand. Und nur für die Upgrades lohnt es sich für uns jetzt nicht wirklich. Es ist eine coole Sache. Und wenn es sich durchsetzt, feiere ich es auch. Muss man noch kurz dazu sagen. Ich stehe mal ein bisschen rum, während ich Quatsch. Machen was essen, wie immer. Da ist mehr als ich der Charakter erstmal aufgefallen. Ist echt krass. Also ich muss erstmal schaffen, mehr zu essen als ich. Für Leute, die mich kennen. Der Klunker hat gesagt, dass einige Bugfixes stattgefunden haben, die nur dann quasi ins Spiel integriert werden, wenn ihr diesen neuen Modus wählt. Diesen Test-Server sozusagen oder diesen Testmodus. Und da war zum Beispiel, dass wenn du zum Beispiel mit der Schaufel vor dir etwas abbaust, dann wurdest du oft durch dich selbst blockiert. Der Klunker hat gesagt, das wäre bei uns nie gewesen. Ich habe aber ja ein bisschen mehr gespielt als die zwei Kollegen. Ich kann euch sagen, das war bei mir auch so. Also wenn ich versucht habe, was zu schaufeln, mich dann nach links zu drehen und zu schaufeln, war quasi mein Charakter mir selbst im Weg. Also ich musste erst einen Schritt zurück und wieder hinlaufen. Das haben sie ja behoben, den Bug. Dann gab es den Bug, dass wenn euer Kollege Schaden nimmt auf dem Server, dann blinkt oben euer Balken. Und ihr habt quasi wie so einen Schlag abgekriegt, obwohl, also ihr habt keine Energie verloren, aber ihr habt dieses Symbol gehabt, dass ihr quasi angegriffen werdet, obwohl es euer Kollege war. Da hat der Klunker auch gesagt, es wäre ihm nie aufgefallen. War bei mir aber ganz oft, also gerade wo wir Arena gebaut haben oder er dort drinnen gekämpft hat und hat Schläge abgekriegt, hat es bei mir geblinkt und ich habe quasi den Schlag gekriegt, ohne Schaden zu nehmen. Ist auch ein Bug, den haben sie behoben. Das war also bei uns auch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was alles noch für Bugs waren, die sie behoben haben. Es gab einige, zum Beispiel Reflexion auf dem Wasser war ja irgendwie was, weiß ich jetzt nicht genau, was sie da jetzt rausgenommen haben. Könnte man nur hier gucken. Irgendwie wäre die Spiegelung falsch gewesen oder irgendwas, aber irgendwas haben sie weggenommen, die Reflexion irgendwie zurückgeschraubt oder irgendwas. Vielleicht hat es zu viel Ressource gefressen, weiß ich nicht. Kann ich jetzt ja nicht behaupten, also die Spiegelung ist noch da. Da bin ich mir nicht sicher, was sie da gemacht haben. Aber einige Bugs, die behoben haben, die waren bei uns auch da. Bin ich jetzt der Meinung, ob das jetzt beheben muss, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also es war jetzt nicht so schlimm mit dem Schlag, dass ich gesagt habe, oh mein Gott. Ja. Dass wenn du Wände abbaust, kriegst du eine Obsidianwand. Obsidianwand bedeutet, glaube ich, dass das dieses härteste Gestein ist, was es gibt. Findet ihr ganz oben ringsrum um die Karte. Momentan noch. Ist das der Außenring und das ist, glaube ich, das härteste Gestein. Das ist, glaube ich, Obsidian. Und dass, wenn du normale Wände abbaust, hast du dann so eine Wand rausgekriegt. Wäre zwar geil gewesen bei uns. Jetzt wäre es egal, weil sie haben sie rausgepatcht.
Habe ich aber nie gehabt. Also ich habe 1000 Wände, Millionen Wände abgebaut, wir alle, und hatten noch nie so eine Obsidianwand dabei. Also das kann ich nicht behaupten. Ja, und ansonsten kommen wir zu dem, was es eigentlich interessant macht, obwohl ich es eigentlich nicht machen will. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Gegenstände zu upgraden. Was kann man alles upgraden? Natürlich sämtliche Werkzeuge. So, das seht ihr jetzt schon. Zum Beispiel, wenn ich die Ancient Pickaxe nehme und gehe nochmal raus, habe ich 82 bis 100. Wenn ich das Upgrade nehme, habe ich plus 14, plus 53, plus 1,2% Mining Speed. Kostet uns 3 Scarlets und 3 Scrap Parts. So, Scrap Parts sind sehr selten, die jetzt im Spiel wieder öfter vorkommen, was vorher nicht war, weil du es nicht mal gebraucht hast, konntest du nur verkaufen. Demzufolge habe ich leider keine. Denn die habe ich immer verkauft. Ich habe mal 3, 4 Stück gehabt oder so und die habe ich immer verkauft, weil die haben ja nichts mal genützt zum Reparieren. Deshalb kann ich euch das jetzt hier so leider nicht demonstrieren. Und die braucht ihr, glaube ich, ne, braucht ihr nicht immer. Hier sieht man es auch, die Eisenschaufel könnt ihr einfach mit einem Iron Bar upgraden. Macht dann plus 7 und plus 9. Docking Chance. Ach ne, Docking Damage. Bei einer Schaufel. Okay, ist auch ein bisschen doof, aber ist egal. Hier haben wir plus 6, dann die Angel geht nicht auf zu upgraden, aber sämtliche Rüstungen natürlich. Ne? Hier zum Beispiel euer Scarlet Pants könnt ihr upgraden. Da kriegt ihr nochmal plus 4 Max Health dazu. Hier sogar plus 5, oben wieder plus 4, dann plus 2 Armor und plus 1% kritische Hitchance. Würde ich jeder sagen, ja, wow. Aber Critical Hit bedeutet halt, dass er dann, wenn er die Seele von Azios schmeißen wollt, braucht er diesen kritischen Schaden, sonst entsteht ja diese Säule nicht. Wobei ich auch fast der Meinung bin, dass das fast noch ein bisschen buggy ist. Natürlich, Lampen und so kann man nicht upgraden, Ringe kann man nicht upgraden und auch Schmuck komplett geht nicht. Nur eben Rüstungssachen, was mich interessiert, ist das Schild, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, Schild geht tatsächlich auch, kriegt er noch plus ein Armor dazu beim normalen Holzschild. Und Love Chest auch, okay. Also tatsächlich komplett alle Rüstungen, alle Waffen. Auch der Magierstab zum Beispiel plus 22 Schaden mehr. Der ist schon so OP. Ist natürlich Bombe. Ja, wie gesagt, den Hut kann man machen. Da haben wir dann nochmal eine plus 1,5% Chance auf Harvesting dazu. Also sprich, dass ihr, wenn ihr abbaut, ja, kriegt ihr mehr oder doppelt Ressourcen raus. Damit erhöht ihr die Chance. Ist nicht schlecht, 1,5 finde ich jetzt nicht so brille, aber gut. Aber auch da wieder plus 3 Max HP. Gesehen auf die Rüstung ist das schon nicht ganz schlecht. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es dich jetzt massiv nach vorn bringt, muss man jetzt auch mal sagen. Runesong geht nicht. Ganz klar, weil das mächtigste Schwert ist oder mächtigste Waffe. Wobei gesagt wird von vielen Spielern, dass die Giftsichel, die ich leider nicht dabei habe, ja, der gute Klunker, dass die stärkste Waffe im Spiel ist, weil die durch den Giftschaden einfach die Gegner dran hindert, sich zu heilen. Und da Runesong ansonsten nicht so viel bringt. Ja, der kann halt, der ist zwar sehr stark mit 248 Millidamage. Könnte da schon mal tausender Schaden reißen. Aber er kann halt nichts, kein Spezial machen, wo die Sichel eben verhindert, dass zum Beispiel Azios sich heilen kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Demzufolge wird das als beste Waffe gehandhabt. Ich finde den Runesong besser, weil ich stehe auf Schwerter. Den kann man nicht upgraden. Genau, sonst kann man das alles upgraden. Kann ich, wie gesagt, leider nicht demonstrieren, weil ich keine Scarparts habe. Brauche ich aber auch nicht, weil ihr seht es ja dann plus 3, plus 4 und so weiter. Dann beim Angeln, das könnte man jetzt testen, dass man da eben jetzt auch Ressourcen rausholt. Ich habe eine Angel dabei, vielleicht können wir es gleich mal zeigen. Da holt man jetzt Ressourcen raus. Habe ich mit Klunker schon drüber geredet, brauchst du es? Wir eigentlich nicht. Ja, ist blöd, wenn man den Punkt nicht trifft. Mal gucken. Muss ja mal vielleicht gleich eine Ressource rauskriegen. Ne, ich habe einen Fisch, Junge. Ich habe einen Fisch. Aber da auch nur die Wahrscheinlichkeit hochgesetzt, dass ja auch andere Gegenstände. Man, ich nehme mich aber auch an, heute neu. Typische Aufnahme. Ja, macht das Sinn, das Update für uns? Nee. Also dadurch, dass die Server, das war das, warum wir es eigentlich überhaupt machen wollten, der Rest, ein Rüstungsupgrade, ist vielleicht für jemanden wie einen guten Speedy interessant, der das nicht so spielt, nicht so oft spielt wie wir. Der hat natürlich bei Bossen mehr Probleme und für den ist ein Rüstungsupgrade natürlich gut, weil er quasi auf das Level kommt, wo wir sind, ohne so lange gespielt haben zu müssen. Zumindest von Werten her ziemlich an uns rankommt. Okay, ich habe wieder einen Fisch. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da ist noch ein Punkt, ich sehe es aber nicht. Mal sehen, ob es zuckt. Zuckt. Nee. Ist auch egal. Ihr könnt auf jeden Fall Metalle rausholen und Holz und sowas könnt ihr jetzt auch angeln quasi. Wie gesagt, macht, wie der Klunker schon erklärt hat, für Leute, die jetzt eine große Gruppe haben und 2, 3 Mann sind aufs Angeln spezialisiert, für die macht das Sinn, weil die könnt ihr helfen, eben Ressourcen zu sammeln. Bei 8 Mann brauchst du das ja auch oder bei mehr als 3 Leuten. Für uns hat es keine Relevanz, weil wenn du angelst, wenn wir angeln, dann angeln wir spezifisch, weil wir die gewissen Fische haben wollen, weil die eben für die Nahrung sehr viel bringen. Gerade der Multi ist perfekt, um sehr gutes Essen zu kreieren. Und wenn ihr da die lila Version davon habt, ist das eins der besten Kampfessen.
Muss man jetzt dazu sagen, brauchst du im Spiel auch nicht. Wir brennen die Gegner auch so, aber es ist einfach geil, wenn du es hast. Und wenn du die spezifisch angeln willst, dann holst du dann aber jedes Mal erst Holz raus und jedes fünfte Mal angeln, hast du erst einen Fisch dran, das geht auf den Sack. Also Klunker hat mal, ich glaube, 4 oder 5 Stunden geangelt und hat da so 140 Mullsharks rausgeklümpelt, plus 1000 andere Fische und ein paar Gegenstände, das war super geil. Aber wenn das jetzt zum Beispiel nur noch alle 3 Mal ein Fisch wird, jetzt hat es natürlich gerade das Gegenteil bewiesen, aber wenn du jetzt sehr lange angelst und dann hast du in 5 Stunden vielleicht noch 30 Fische, obwohl du hättest 100 haben können, nur weil das Upgrade da ist, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Gefällt mir persönlich nicht so. Die restlichen Upgrades der Rüstung, ich liebe das, Dinge aufzuupgraden, also Waffen, Rüstung nochmal zu verstärken. Du hast genug Material, warum sollst du das nicht nutzen? Das finde ich eigentlich eine geile Sache. Brauchst du es bis jetzt nicht? Definitiv nicht. Hat auch der Klunker gesagt im Video. Wenn wir zu dritt sind, sind die Gegner schon ein bisschen straffer. Wir haben sie bis jetzt immer geschafft. Außer wir haben uns ziemlich angestellt, vergessen das Schild auszurüsten. Aber ansonsten haben wir es eigentlich immer gut geschafft. Und allein überrennst du die einfach. Also ich habe ein paar neue Welten gemacht, um zu formen. Da habe ich den Schleim und den Wurm im Vorbeilaufen einfach weggeknallt. Also das ist lächerlich. Azios ist stärker geworden durchs Update jetzt. Das können wir jetzt nicht testen. Der Strahl ist zum Beispiel stärker, den er macht. Wird euch mehr HP abziehen, da wird euch ein bisschen mehr zusetzen. Finde ich auch gut so, denn es ist ja ein Titan. Wäre schwach, wenn er quasi die anderen Gegner stärker sind als der. Und es ist bis jetzt der stärkste Boss im Spiel. Und da ist jetzt noch ein bisschen stärker geworden. Das finde ich ziemlich gut. Aber selbst da, trotzdem brauchst du die Rüstung nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass das Rüstungsupgrade dich 20 Punkte nach vorne knallt. Ne? Muss man auch sehen. Und du brauchst auch immer nur ein Scarlet. Also der Verbrauch ist jetzt auch nicht so, dass es auch dafür lohnt, sich zu sammeln. Weil das hast du auch nebenbei mit. Nur die Scar-Parts oder Scar-Parts halt nicht, die Schrottteile. Hast du halt nicht einfach so. Hat jemand geschrieben unter dieses Video vom Entwickler, in seinen Augen können die Schrottteile komplett raus. Ich persönlich finde es cool, wenn das Upgrade sich, also wenn das bestehen bleibt. Ich finde es geil, wenn du jede Rüstung nochmal upgraden kannst. Das macht Spaß. Dafür, wie gesagt, hast du genug Material. Also das, ich fände das ganz geil. Auch wenn du es nicht brauchst, finde ich es trotzdem cool. Und die Schaufel sieht auch ein bisschen anders aus. Wenn ihr die Schaufel upgradet, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, zum Beispiel den Azios Boden, da brauchst du mit der Scarlet Schaufel, das kann ich euch noch zeigen, eigentlich 3 Stiche, um einen Boden abzubauen. Danach brauchst du nur noch 2, also es reduziert sich um einen, wird jetzt auch jeder sagen, ja wow. Machst du aber Masse, ist das, also das macht schon Unterschied, ob du 2 oder 3 brauchst. Ist aber auch so ein Ding, ja, nice to have, aber brauchen du es nicht. Wenn wir jetzt auf den Amboss gehen, seht ihr jetzt, ist das Scarlet Schwert hier drin, das war vorher beim bei der Werkbank drin, das haben sie rausgenommen. Dafür haben wir eben jetzt eine Scarlet Huhe und eine Scarlet Schaufel. Die gab es vorher nicht. Es gab keine Scarlet Schaufel und es gab auch keine Scarlet, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier. Was ist eine Huhe? Also, wie nennt man das hier? So ein. Da, was halt braucht fürs Beet. Ne? Eine Hacke. Eine Harke. Harke. Eine Harke. Gibt es jetzt Scarlet? Auch so ein Ding. Brauchst du das? Ja. Und zwar zwangshaft, weil. Die macht 39 bis. Ne, da schaut es egal. Die hat eine 250er Durability. Und die hat auch 250, aber excellent tool to prepare ground for. 3x3. Also, das ist wahrscheinlich dann auch mehr. Wir können sie einfach mal bauen jetzt hier. Komm, die können wir ja bauen, das haben wir ja. Das will ich jetzt auch wissen. Das ist ziemlich cool. Ach, natürlich habe ich es falsch. Weil gerade beim Mult Dungeon machen wir das immer so, dass wir Mults besiegen und dann den Boden abkratzen. Und dadurch können keine neuen Gegner spawnen. Und das ist, wir haben jetzt, ich habe jetzt immer die Iron. Das war bis jetzt ja die beste. Nur die hält auch nicht ewig. Das ist ein großes Problem. Und wenn wir die jetzt aber upgraden wollen, zum Beispiel, die kann man natürlich dann auch wieder upgraden, macht die plus 10 Milli-Damage. Da muss ich sagen, was willst du bei der, das ist keine Waffe. Ne? Also da ist Milli-Damage der völlig falsche Wert. Was aber sehr interessant ist, ist, dass die Zerstörbarkeit von 250 auf 500 hochgeht. Das heißt, wir können doppelt so lang abbauen. Beziehungsweise abkratzen in dem Falle. Und das macht extrem viel aus. Gerade im Mult-Dungeon, wenn du da 2, 3 Stück mit hast, kommst du komplett durch den Mult-Dungeon durch. Eine Hacke reicht nicht mal bis zur Hälfte. Eine Gold, also eine, ich sag mal Gold, aber es ist ja Eisen. Ne? So kann man natürlich. Ach so, die kommen upgraden. Das machen wir jetzt auch. Komm, scheiß drauf. Mach ich jetzt. So, habe ich jetzt geupgradet. So, und jetzt seht ihr das. Ach du, leck mich doch am Arsch. Okay, das ist schon geil. Die hat natürlich noch einen Mordsvorteil. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, weil ich ja keinen Boden habe zum Abkratzen. Aber ihr seht es ja hier, ich müsste es eigentlich nicht zeigen, aber ich mach's trotzdem. Mit einem Mal drücken, leck mich am Arsch, machst du 9 Felder. Wo du sonst nur ein Feld, also du musstest ja mal jedes Feld einzeln machen, jetzt hast du 9 Felder mit einem Schlag für Mult Dungeon noch geiler. Gehst einfach rein, machst Feld für Feld für Feld für Feld und das noch mit einer 500er Durability ist das natürlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe da mal schon ein bisschen Durability.
Fatality. Mit einer 500er Fatality. Ist das natürlich eine geile Sache, ne? Bap, bap. Gleich mal 9 Stück gemacht. Auch interessant, Gießkanne. Ist für mich als Gärtner natürlich absolut geil. Haben sie auch geupgradet jetzt. Wenn wir jetzt gießen, gießen wir nicht mal ein Feld. Und das jetzt auch hier an dem blauen Viereck schon. Wir machen jetzt gleich 4 Felder mit einmal. Also wir gießen immer 4 Felder mit einmal. Und das ist schon mega geil. Jetzt, danke lieber Entwickler, dass du es jetzt bringst, wo ich diesen Farming-Skill auf 100 gekloppt habe. Das hat Jahre gedauert. Ich hatte ja dann euch ein Video gezeigt, wo ich quasi während des Abbauens schon gegossen habe. Zeitgleich mit, also beide Maustasten zeitgleich gedrückt habe, damit ihr einfach einen Weg spart und nicht nochmal extra gießen müsst. Das könnt ihr jetzt aber genauso machen. Wir können jetzt hier abbauen und einfach gleich 4 Felder mit einmal gießen. Das ist natürlich geil. Also 4 Felder mit einmal gießen ist super gut. Die Hake ist super gut, dass das so großen Bereich abbaut oder abkratzt, inklusive so lange durchhält. Das finde ich natürlich auch saugeil. Das finde ich richtig cool. Also 4 Felder ist gut. Klunker, was sagst du? Bist du da? Ich hab's gesehen. Mega geil, ja. Also das ist schon cool. Also okay, vielleicht bleiben wir doch nochmal sehen. Das wäre ein Qualitätsupdate auf jeden Fall. Genau, das ist ein Qualitätsupdate. Lifehack. Lifehack. Gießen Lifehack. Auf der einen Art fand ich es cool, dass er immer nur ein Feld gießt. Auf der anderen Art verstehe ich nicht, warum zum Beispiel, wenn du Wasser dorthin leitest als Fluss, aber es sollen ja weitere Updates kommen, warum dann nicht der Boden automatisch getränkt wird mit Wasser. Ne? Das, wie es ja in jedem Survival-Spiel eigentlich auch so ist. Wäre zwar dumm, weil überall, wo du einen Fluss hast, wäre dann daneben gewisse Felder nass. Aber vom Prinzip her wäre es eigentlich schon cool, wenn du das irgendwie machen könntest oder die in ein Rohrsystem integrieren. Und es war auch sinnvoll, dass du mit der Gießkanne ein Feld gießt, weil er gießt halt nach vorne. Das ist in Klammern realistischer. Das ist sinnvoller mit 4 Felder, definitiv. Natürlich aber eigentlich ja Quatsch. Ne? Wobei eine Gießkanne ja eine große Streuung hat und nicht nur also gezielt einen Strahl hat. Also das finde ich schon ziemlich geil mit dem Vierer. Und mit der Hake ist natürlich, wie gesagt, gerade von Muldungeon oder wenn er jetzt sagt, oh, ich will den Gärtner-Skill leveln, nachdem ihr unser Video angeguckt habt, könnt ihr euch mal reinziehen. Bringt sehr viel, kann ich euch nur empfehlen. Oder der Klunker oder der Speedy das jetzt machen wollen, können die halt immer gleich 9 Felder mit einmal abgraben, dann die Pflanzen reinrammeln, dann gleich immer 4 Felder gießen. Das finde ich schon ziemlich cool. Das kann von mir aus sehr gern so bleiben. Jetzt gucke ich mal, wenn ich die rote Gießkanne nehme. Das ist ja die erste, die es gab. Ja, da haben wir dann nur noch das eine Feld. Also es ist dann schon so, dass ihr braucht dann auch die bessere Gießkanne. Dafür würde ja auch sonst keinen Sinn machen. Und was jetzt nicht geht mehr, wir können zum Beispiel jetzt, kann ich euch auch schnell zeigen. Bauen wir uns mal eine Holzschaufel. So, jetzt versuchen wir mit der Holzschaufel. Okay, Steinboden geht noch. Wir können ja mit der Holzschaufel keinen höheren Boden mehr abbauen. Also bis Stein geht es wahrscheinlich noch, wie es aussieht. Ja, okay, das kann ich noch abbauen. Stein geht noch, aber zum Beispiel Azios Wilderness geht nicht mehr und auch Mold Dungeon soll wohl angeblich nicht mehr gehen, dass wir das abbauen können. Dazu bräuchten wir jetzt die nächsthöhere Schaufel, beziehungsweise Eisen oder Scarlet eben. Ne? Ja, das ist eigentlich auf jeden Fall schon mal ganz geil. Was ist denn, wenn ich jetzt, kann ich jetzt auch meine normale Eisendings upgraden eigentlich? So, guck. Spitzhacke hat keine Relevanz, geht aber auch von 800 auf 1600 Durability. Das heißt, ihr habt das Doppelte an Haltbarkeit. Also das ist schon gut, das ist schon geil. Und das meine ich eben, für sowas lohnt sich die Upgrades. Ich persönlich verstehe immer nicht, warum der Entwickler zu wenig Ressourcen dafür verlangt. Hier braucht man zum Beispiel wieder Scrap Parts, die ich nicht habe, demzufolge wäre es für mich schon wieder scheiße. Aber ein Iron Bar. Also die sammelt ja wirklich, also selbst wenn du die Steine nicht abbaust, sondern einfach mal eine neue Welt machst und dort einfach mal ein bisschen rumläufst, sammelst du so kotz viel Metall und wir sind zu dritt und ich habe es auf 3 Lager aufgeteilt und trotzdem ist die Kiste hier voll. Also da hätte man auch mal zum Upgrade mal 10 machen können, weil das Upgrade ist ja wirklich sinnvoll. Ne? Das bringt ja wirklich was. Weiß ich nicht, warum man da so wenig gemacht hat. Das will ich mal gucken, wenn ich jetzt auf diese normale Iron gehe. Okay, da haben wir dann auch 2x2 Felder. Wo wir eben hier 3x3 Felder haben. Ne? Also haben wir hier 4 Felder, die wir abbauen können, anstatt nur einem. Und hier eben 9, anstatt wahrscheinlich vorher 3. Aber selbst 4 Felder aufkratzen ist schon Bombe. Ne? Wie gesagt, ich verstehe bloß die Midi-Damage nicht. Also warum haben die da plus 6 Midi-Damage dazu gemacht? Klar, wenn du mal einen Gegner triffst, hast du gerade das Ding in der Hand. Aber ja, mein Gott, das kostet schnell aufs Schwert und haust aufs Maul. Ne? Also ich verstehe jetzt nicht, warum der da ein Upgrade gekriegt hat. Aber die doppelte Haltbarkeit und auch die Fläche, die größere Abbaufläche, ist schon geil. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Das macht schon Sinn. Können dann eigentlich die Rüstungen auch irgendwas Spezielleres? Okay, die haben auch eine doppelte Haltbarkeit. Also du tust mit dem Upgrade alles doppelt haltbarer machen.
Ja, von 90 auf 180, ihr seht's ja. Aber sonst nochmal einen Zusatzeffekt gibt's da nicht. Das wäre zum Beispiel auch cool, wenn man zum Beispiel die Metalle so nutzt, dass du. Aber das würde wahrscheinlich den Raum sprengen, wäre auch zu viel, weil es einfach auch nicht brauchst. Aber wenn du zum Beispiel mit Eisen anderes Upgrade machen kannst als mit Scarlet, wenn du immer die höheren Materialien brauchst, um gewisse Werte. Ja, das war halt vielleicht mit Eisen, hättest du jetzt bei der Rüstung, bei dem hier zum Beispiel, würdest du mit Eisen Max Health hochkloppen, aber die anderen zwei nicht. Dafür mit, keine Ahnung, ja, das Gold brauchst du für Movement Speed, Scarlet dann immer für Dodge Chance zum Beispiel, immer um den dritten Wert hochzukloppen oder sowas. Und das neue Material dann vielleicht, um, keine Ahnung, die Haltbarkeit zu verdoppeln oder sowas. Wäre auch eine geile Idee gewesen. Aber gut, warum nicht? Jetzt muss man natürlich sehen, dass wir Scrap Parts holen. Wir haben den Sofa weiter nutzen, Leute. Ich quatsche schon viel zu viel. Es sollte gar nicht so lange gehen, das Video. Aber so sieht es immer aus beim Horde. Quatschen kann er gut. Quatscht viel und nichts kommt bei rum. Ne? Keiner hat was verstanden. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Also, die Sofa waren für uns das Interessanteste, dass eben die Leute endlich mal auf meine Welt zugreifen können. Das geht, wie gesagt, nicht ohne mordsmäßigen Aufwand. Sehr, sehr schade. Die restlichen Upgrades finde ich sehr sinnig. Finde ich wirklich gut. Schreibt mal rein, wie ihr sie findet. Lasst auch so Kommentare da, ob ihr den Server nutzt oder beziehungsweise diese Testversion nutzt oder ob ihr noch die normale Version spielt. Und ansonsten werden wir sehen, ob wir das jetzt weiter nutzen oder nicht. Klunker, denke ich mal, wird auch noch was sagen. Von meiner Seite aus sage ich danke fürs Zusehen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal, tschüss.